Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber. Der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reist ich nach Deutschland hinüber. Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Heinrich Heines Deutschland, ein Wintermärchen. An meiner Seite ist Kurt Kritsch. Wir werden gemeinsam dieses Werk betrachten, auch ein bisschen von der historischen Seite, ein bisschen den geschichtlichen Kontext dieses Werks. Wir werden darüber reden, worum es sich formal handelt, was der Inhalt von diesem Werk ist, was es für einen Stellenwert hat und warum wir es heute noch lesen. Deutschland, ein Wintermärchen. Das ist hier der Titel und dieser Untertitel, ein Wintermärchen, ist kein Zufall, denn einige Jahre vorher hatte Heine schon ein anderes, ähnliches Werk, quasi ein Zwillingswerk geschrieben, das hieß Atatroll oder ein Sommernachtstraum. Wenn ihr euch ein bisschen auskennt, Sommernachtstraum, Wintermärchen, das ist nicht nur ein Kontrast zwischen Sommer und Winter, sondern es sind auch zwei sehr bekannte Werke von William Shakespeare. A Midsummer Night's Dream und A Winter's Tale. Und auf diese spielt Heine mit diesen Titeln an. Also das ist einmal der Titel, ein Wintermärchen. Tatsächlich spielt auch dieses Versepos im Winter. Jetzt habe ich schon gesagt, es handelt sich um ein Versepos. Und mit Versepos habe ich schon etwas ganz Wichtiges angesprochen. Wir haben es hier mit einem Epos zu tun. Das heißt, es erzählt eine Geschichte, aber in Versen. Man darf eben nicht den Fehler machen, dass man Verse sieht und automatisch davon ausgeht, es handelt sich um ein Gedicht. Dieses Werk ist kein Gedicht, nicht ein langes Gedicht, es ist überhaupt kein Gedicht. Es ist eine erzählende Geschichte, die aber eben in Versen geschrieben wurde. Und vielleicht wisst ihr das schon, man hat in Versen alles Mögliche geschrieben, man hat auch Theaterstücke in Versen geschrieben, man hat Romane in Versen geschrieben und auch Gedichte schreibt man bis heute in Versen. Aber Verse sind nicht exklusiv für die Lyrik vorbehalten. Das ist hier ganz wichtig festzuhalten. So, worum geht es sonst noch? Also wir haben diese Kapitel, 27 Kapitel in diesem Werk. Jedes Kapitel heißt Caput irgendwas. Caput lateinisch heißt eigentlich Kopf. Und wir würden heute sagen Kapitel, Kapitel 1, Kapitel 2 und so weiter und so fort. Und in diesen Kapiteln erzählt Heine seine Geschichte. Und es ist die Geschichte einer Reise. So, jetzt sind wir neugierig. Hat diese Reise, von der er da erzählt, tatsächlich stattgefunden oder ist hier alles nur Fiktion? Das Epos erscheint 1844 und ein Jahr zuvor, im Oktober 1843, ist Heine tatsächlich von Paris, wo er gelebt hat, nach Hamburg gereist, wo eben seine Großfamilie war und wo er früher gelebt hatte. Und er hat dann die Rückreise über diese verschiedenen Stationen gemacht, die in diesem Versepos auch vorkommen. Das heißt, wir haben einen realen Anlass und daraus macht Heine diesen Reisebericht. Literarische Reiseberichte haben eine lange Tradition, bei Heinrich Heine selbst auch. Auch Heine hat viele Reisebilder verfasst. Am bekanntesten ist ein Werk geworden, das fast 20 Jahre vorher entstanden ist, die Harzreise. Und auch damals hat er eine real erlebte Reise aufgearbeitet, aber das Ergebnis dieser Harzreise hat nicht allen gefallen. Das Besondere an dieser Harzreise war nämlich, dass er im Gegensatz zu dem, was man sich vielleicht erwartet hätte, nicht die Vorzüge und Sehenswürdigkeiten der besuchten Städte und Ortschaften beschrieben hat, sondern er hat sich sehr lustig gemacht über all diese Orte, an denen er war. Er hat sehr abwertende Worte dafür gefunden. Wir beide kommen aus Tirol. Auch über die Tiroler hat Heine wenig Schmeichelhaftes gesagt. Er hat zum Beispiel geschrieben, die Tiroler sind schöne Menschen, sie sind gesunde Menschen, aber sie sind so dumm, dass sie zu dumm sind, krank zu werden. Also das ist das Geheimnis der Tiroler Gesundheit. Sie sind zu blöd, um krank zu werden. Also natürlich hat das den Menschen nicht gefallen, wenn sie auf diese Art und Weise porträtiert wurden. Und ihr könnt euch vorstellen, also diese Reisebilder von Heinrich Heine, das waren eben nicht so schöne
Werbeprospekte, die Lust gemacht haben, einen Ort zu besuchen, sondern ganz im Gegenteil, es war eigentlich eine Satire. Ist das auch hier bei Deutschland ein Wintermärchen so? Ja, das ist eigentlich das typische Element hier in diesem Versepos, dieser satirische Charakter, denn er nutzt die Reise als eine Form, um über die Zustände, vor allem die politischen Zustände in Deutschland, in den deutschen Staaten, die es damals gab, um über die nachzudenken und um sich auch darüber lustig zu machen. Genau, und das werden wir uns auch gleich anschauen. Das heißt, dieses Wintermärchen, dieser Untertitel ist eigentlich auch schon ironisch gemeint. Die Geschichte spielt im Winter, aber sie ist alles andere als märchenhaft. Jetzt, Märchen waren zu der Zeit von Heinrich Heine sehr beliebt. Es war noch die Zeit der Romantik, die lief jetzt zwar so langsam aus, aber es war noch Romantik. Heine selbst war ein wichtiger Vertreter der Romantik in seinen jüngeren Jahren, hatte aber sich unterdessen ein bisschen weiterentwickelt und jetzt macht er sich über diesen romantischen, über diesen ein bisschen rührseligen Stil auch lustig. Das sieht man schon in der zweiten Strophe hier. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begannen zu tropfen. Jetzt diese Form, die Augen begannen zu tropfen, wir wissen alle, man sagt begannen. Aber er macht es so schön. Er nimmt eine ganz altertümelnde, nie existiert habende Form natürlich. Die Augen begannen zu tropfen. Damit will er sagen, ich kehre zurück nach Deutschland und schon bin ich wieder ganz umfangen von dieser Romantik und von dieser schwelgerischen, auch vielleicht ein bisschen schwülstigen Sprache und von diesem Pathos. Er selbst hat ja zu dem Zeitpunkt Deutschland schon lange, lange nicht mehr gesehen. Was war der Grund? Was ist passiert? Mhm. Warum war er nicht mehr zu Hause so lange? Er ist 1831 nach Paris übersiedelt. Heine stammt er aus einer jüdischen Familie aus Hamburg und er hat Jus studiert, ist dann zum protestantischen Christentum konvertiert in der Hoffnung, dass er damit auch als Anwalt praktizieren dürfe, aber das wurde ihm verwehrt und dann ist er eben nach Paris ausgewandert, wo er dann eben ab 1831 im Exil lebt. Es hatte natürlich auch noch politische Gründe. Ich habe es schon erwähnt, er hat eine sehr spitze Feder, er hat sich sehr sarkastisch über alles Mögliche geäußert, er hat sich auch sehr deutlich politisch positioniert und er hat sich zahlreiche Feinde gemacht. Das heißt, er war nicht bei allen gleich gut angesehen. Mhm. Dann war es ganz gut, auch ein bisschen Abstand zu haben. Und er hat auch immer wieder diesen Abstand einerseits gesucht und gebraucht, andererseits hat er auch darunter gelitten. Da gibt es auch zahlreiche Gedichte, zum Beispiel das Gedicht Nachtgedanken, vielleicht kennt ihr das. Ich gehe jetzt weiter zu der dritten Strophe und wir sehen immer noch diesen Sarkasmus. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute, nach so vielen Jahren französischer Sprache. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Also dass das Herz angenehm verblutet, auch hier wieder eine Anspielung auf die Romantik. Und das geht weiter. Ein kleines Harfenmädchen sang. Sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme. Doch ward ich sehr gerühret von ihrem Spiele. Das heißt, eine Anspielung auf die deutsche Kunst. Viel Gefühl, viel Pathos, aber leider nicht so viel Kunstfertigkeit. Damit kritisiert er natürlich seine Mitautorinnen und Autoren. Er sagt ja, ihr habt schon sehr große Gefühle, aber leider seid ihr nicht imstande, schön zu schreiben. Das hat er bei Atatürk, glaube ich, auch ziemlich aufs Korn genommen, diese Unfähigkeit, diese stilistische Ungeschicklichkeit. Mhm. Der Atatürk ist voll von Seitenhieben gegen die schreibenden Kollegen seiner Zeit und das sind eigentlich die Tendenzdichter, gegen die er sich richtet. Die Tendenzdichter, das sind die Leute, die sich damals sehr stark politisch artikuliert haben in ihrer Lyrik. Heine hat sich eigentlich über sie lustig gemacht, in dem Sinne, dass er gesagt hat, wenn die Kunst eindeutig wird und sich der Tagespolitik verschreibt, dann ist es keine Kunst mehr. Ja, aber ist das nicht genau das, was ihm hier auch passiert? Denn man könnte Heine genau dasselbe vorwerfen. Man könnte sagen, letzten Endes häuft er in diesem Wintermärchen, auch im Atatürk, sehr viel Tagesgeschäft an. Das sind
persönliche Animositäten mit Leuten, die er nicht leiden konnte, über die er sich lustig macht, von denen wir heute nicht einmal mehr wissen, wer die sind. Das sind politische Streitigkeiten, die uns heute nicht mehr interessieren, die uns heute nicht mehr angehen. Deswegen auch eingangs meine Frage, warum ist dieses Werk heute noch relevant? Ist es noch relevant? Kann es noch relevant sein? Und eine Antwort gibt die Passage, die jetzt folgt. Das möchte ich jetzt direkt vorlesen, nämlich hier geht es um den Inhalt dieses Liedes des Harfenmädchens, das mit so viel Gefühl singt, aber eben leider nicht so schön singt. Sie sang von Liebe und Liebeskram, typische romantische Themen, Aufopferung und Wiederfinden, dort oben, in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Also dieses Versprechen, okay, die Welt ist nicht so schön, aber es gibt ein Jenseits und da wird es uns dann endlich gut gehen. Sie sang vom irdischen Jammertal, von Freuden, die bald zerronnen, vom Jenseits, wo die Seele schwelgt, verklärt in ewigen Wonnen. Sie sang das alte Entsagungslied, das Eierpopeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel. Und hier wird es zwar politisch, auch tagespolitisch, aber es geht über die Tagespolitik hinaus. Denn das Eierpopeia vom Himmel, das ist ein, würde ich fast behaupten, ein zeitloses Thema. Das bedeutet nämlich dieses ewige Vertrösten der Menschen auf eine bessere Zeit irgendwann später. Auf eine Sphäre, in der man glücklich sein wird, ohne auch was tun zu müssen dafür. Hauptsache, man engagiert sich nicht jetzt. Das Volk, der große Lümmel, das muss eingelullt werden. Das ist wie ein kleines Kind, muss man die Leute mit irgendwelchen Versprechungen locken und sagen, irgendwann wird es dann schon besser, jetzt musst du aber nichts machen, darum geht es hier. Und er sagt, ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser und ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Die anderen sollen sich zurücknehmen. Sie sollen entsagen. Das Entsagungslied. Ja, du sollst mal verzichten, jetzt sei doch mal ein bisschen bescheiden und dann wird's schon irgendwann alles gut von allein. Und dieselben, die das sagen, sind genau diejenigen, die aber ihre ganz eigenen Agenten verfolgen, ihre ganz eigenen Geschäfte machen. Und dann kommt er mit seinem Vorschlag und da sind wir hier, ein neues Lied, ein besseres Lied, oh Freunde, will ich euch dichten. Ich singe nicht mit falscher Stimme dieses Entsagungslied. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Revolutionär, auch ein bisschen überheblich, da hat er den Mund reichlich vollgenommen. Das Himmelreich auf Erden errichten, das haben schon viele versucht und das ist dann oft krachend gescheitert. Wobei man auch sehen kann, dass Heine natürlich in verschiedenen Texten gegenüber diesen Ideen, eine bessere Welt zu errichten, Liberalismus, Sozialismus, später Kommunismus, auch all diese Strömungen wollen das, dem steht er auch wieder irgendwo kritisch gegenüber. Das heißt, Heine ist jemand, der diese Ideen einerseits denen Raum gibt, aber sie dann auch wieder kritisch beäugt. Das hat ihn ja bei allen Seiten irgendwie verdächtig gemacht, sozusagen. Er saß immer zwischen allen Stühlen. Und was er hier vor allem kritisiert, ist natürlich dieser Pakt, den Kirche und Monarchie geschlossen hatten, der über Jahrhunderte funktioniert hat mit den Fürsten, die weltliche Herrschaft für die Fürsten und die geistliche Herrschaft bei der Kirche. Und die sorgt dafür, dass das Volk unter Anführungszeichen vertröstet wird auf das Jenseits. Und dann gibt es eben keine Forderung nach Veränderung, nicht mal nach Reformen und schon gar keine Revolution. So hat man sich das vorgestellt. Genau, und hier kommen eben diese revolutionären und auch ziemlich provokanten Aussagen. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben, wir wollen nicht mehr Not leiden. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwerben. Dasselbe Inhalt übrigens wie schon Weiland bei Bürger. Schaut das Video euch an auf meinem Kanal, irgendwo findet ihr das. Der Bauer in seinen durchlauchtigten Tyrannen, das ist dasselbe Thema. Und hier taucht es wieder auf bei Heine. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Das heißt, wir könnten es alles schön haben, nicht ein paar Auserwählte, denen es ganz gut geht und
Der Preis dafür ist, dass so viele Menschen in Not leben. Wir könnten es anders haben. Ja, und das ist natürlich ein sehr zeitloses Thema, ein Thema, das wir heute genau gleich diskutieren wie vor Jahrzehnten oder eben vor Jahrhunderten. Genau, und das ist vielleicht auch hier die Relevanz. Es ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieses Kaput 1 von Deutschland ein Wintermärchen sich in so vielen Anthologien auch findet. Hier eben in der Anthologie Deutsche Gedichte, ich wiederhole es nochmal, dieses Werk ist kein Gedicht. Es reimt sich nur und es ist in Versen geschrieben, aber das ist kein Beweis dafür, dass es ein Gedicht ist. Trotzdem findet es sich hier drinnen. Es wäre wahrscheinlich sehr schwierig, das in einer anderen Anthologie unterzubringen, aber es handelt sich genau genommen um ein Vers-Epos. Es ist also keine lyrische Gattung, genau genommen. Also da müssen wir jetzt auch präzis sein. Aber die Idee hier ist, ich möchte euch eine Vision geben, eine Gegenvision zu diesem Entsagen, eine Vision des Anpackens und wir können uns das Leben schön machen. Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Wir brauchen nicht den Himmel, wir brauchen nicht eine Vertröstung auf später irgendwann, wir wollen jetzt hier glücklich sein. Und wachsen uns Flügel nach dem Tod. So wollen wir euch besuchen, dort oben. Und wir essen mit euch die seligsten Torten und Kuchen. Da können wir ja dann immer noch im Jenseits es schön haben, wenn es so ist. Aber wir wollen uns jetzt nicht mehr vertrösten lassen. Und er greift es nochmal auf. Ein neues Lied, ein besseres Lied. Es klingt wie Flöten und Geigen. Flöten und Geigen im Gegensatz zu diesem Geplänkel der Harfe. Ja, haben wir hier auch gesehen. Das Miserere ist vorbei. Die Sterbeglocken schweigen. Also dieses kirchliche Brimborium und oh, es ist alles so schlimm und Mensch und Bedenke. Davon wollen wir nichts mehr hören. Wir sind frisch, wir sind mutig, wir schauen nach vorne. Und jetzt wird er auch wieder sehr politisch. Die Jungfer Europa ist verlobt mit dem schönen Genius der Freiheit. Der Genius, der Geist der Freiheit. Sie liegen einander im Arm, sie schwelgen im ersten Kusse. Europa und die Freiheit vermählen sich. Was passiert da? Was meint er damit? Das ist eine Anspielung natürlich auch auf die Französische Revolution. Wir wissen ja, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber Freiheit als erster Wert dort. Und es ist der Liberalismus mit einem sozialen Einschlag auch natürlich, den Heine hier porträtiert, also den Sozialliberalismus. Und wir sind hier eben, er schreibt das 1843, 1844 erscheint es dann und 1848 haben wir die großen Revolutionen über ganz Europa und in den deutschen Landen und auch in der Habsburger Monarchie scheitern diese Revolutionen und es setzt sich einmal mehr die Restauration fort und dieses Konservative und die Unterdrückung der Freiheit. Ja, das ist jetzt ein bisschen ein Spoiler, muss man sagen. Das konnte natürlich Heine zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wissen. Was er gespürt hat, dieser Genius der Freiheit, der lag in der Luft. Also dieser Wunsch, vor allem von jungen Menschen, endlich auszubrechen aus dieser Düsternis und aus diesem Muff. Alle paar Jahrzehnte haben wir solche jungen Revolutionen, solche Jugendbewegungen. Und es war wieder an der Zeit für sowas. Das spürt er und das ist hier, was so flirrt zwischen den Zeilen. Dass das dann scheitert und so weiter, das konnte er natürlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht ahnen. Was er hier schreibt, ist aber genau der Zeitgeist. Und fehlt der Pfaffensegen dabei, bei diesem Hochzeitsakt zwischen Europa und der Freiheit, die Ehe wird gültig nicht minder. Wir heiraten ohne kirchlichen Segen. Es lebe Bräutigam und Braut und ihre zukünftigen Kinder. Ein Hochzeitskarmen ist mein Lied. Ein Hochzeitslied. Carmen bedeutet Lied. Ein Hochzeitkarmen ist mein Lied. Das Bessere, das Neue. In meiner Seele gehen auf die Sterne der höchsten Weihe. Begeisterte Sterne, sie lodern wild, zerfließen in Flammenbächen. Ich fühle mich wunderbar erstarkt. Ich könnte Eichen zerbrechen. Jetzt ist es kein Zufall, dass er Eichen zerbrechen möchte, denn die Eiche ist ein ganz besonderer Baum. Ja, das ist ja der germanische Baum, mythologisch aufgeladen auch. Und mit Eiche verbindet man dann immer Deutschland. Und hier könnte man eine Brücke schlagen zu einem anderen Text, zu einem Gedicht von Heinrich Heine, die Schlesischen Weber. Dort geht es ja darum, Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Ja, haben wir auch besprochen auf meinem Kanal.
Und ganz am Schluss heißt es dort dann, Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch. Das heißt, es wird ein neues Deutschland kommen. Genau, und diese Eichen, junge Deutschland. Diese Eichen, die hier zerbrechen sollen, das sind eben diese knorrigen, alten deutschen Eichen, die will er nicht mehr, die sollen weg. Er möchte einen neuen Wald quasi pflanzen mit neuen Bäumen und die wachsen in einen neuen Himmel hinein. Und jetzt endet er doch noch mit einem gewissen Pathos. Also er kann das, er kann auch Pathos. Seit ich auf deutsche Erde trat, durchströmen mich Zaubersäfte. Der Riese hat wieder die Mutter berührt und es wuchsen ihm neu die Kräfte. Das ist hier zuletzt eine Anspielung auf die griechische Mythologie. Dort gibt es einen Riesen, der ein Sohn der Erdgöttin Gaia ist. Und dieser Riese war unbesiegbar, solange er mit seiner Mutter der Erde in Kontakt war. Herkules kämpft gegen diesen Riesen und hat keine Chance, ihn zu besiegen, solange dieser Riese immer, wenn er auf den Boden fällt, eben den Boden wieder berührt, seine Mutter wieder berührt, die gibt ihm wieder Kräfte und dann erstarkt der Riese und dann kämpft er wieder gegen Herkules und Herkules muss ihn am Ende hochheben und in der Luft erwürgen, denn sonst kann er diesen Riesen nicht besiegen. Hier vergleicht sich Heine mit diesem Riesen und sagt, ich habe wieder die Mutter berührt und meine Kräfte wachsen wieder, jetzt bin ich wieder kräftig, jetzt bin ich wieder voller Tatendrang und ich will was draus machen. Und das ist die Begeisterung, die dieses erste Kapitel durchströmt. Ich glaube, die fühlen wir durch all die Zeit, die seither vergangen ist, immer noch. Und ich habe beim Lesen von Texten von Heine auch immer den Eindruck, dass dieses Element der romantischen Ironie, das er verwendet, dass das auch beim Erzähler selbst, also auch ein bisschen selbstironisch mit ins Spiel kommt. Und dass vielleicht das zwar auf der einen Seite ein Pathos ist, das hier vorkommt, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein Augenzwinkern. Das war ja schon eine Erkenntnis der Romantiker, dass ihre Romantik, dass ihre Gefühlsduselei, diese Rührseligkeit teilweise auch und diese manchmal schon ein bisschen überladenen Emotionen und Geschichten, dass man das besser ertragen kann mit einem Augenzwinkern. Und Heine war ein Meister des Augenzwinkerns. Er hat auch immer so eine Leichtigkeit gehabt, immer die leichte Schulter. Nimm es auf die leichte Schulter, ist nicht so leicht, aber das hat er geschafft. Versuchen wir es leichter zu nehmen, versuchen wir neue Visionen zu haben, versuchen wir uns nicht runterziehen zu lassen in dieses Ayapopaya. Irgendwann wird es besser, aber jetzt musst du nichts machen, dieses Schlummerliedlein, sondern seien wir frisch, seien wir stark, schauen wir nach vorne, glauben wir an eine bessere Zukunft, die dann nicht in dieser Form eingetreten ist, aber vielleicht muss man jetzt auch noch eine noch weitere Perspektive einnehmen und nicht nur die nächsten 10 Jahre, sondern in der noch weiteren Perspektive kann man schon sagen, dass sich etwas getan hat und dass Texte wie dieser hier, die davon reden, dass ein besseres Leben für alle möglich ist, dazu beigetragen haben, diese Vision auch zu verwirklichen. Und wir leben ja heute wirklich in einer Welt, die mehr Leuten mehr Chancen bietet, auch wenn sie weit davon entfernt ist, perfekt zu sein. Was ist unser Fazit? Deutschland, ein Wintermärchen. Wir haben uns jetzt sehr ausführlich mit diesem ersten Kapitel befasst. Die anderen Kapitel können wir leider jetzt nicht auch noch besprechen. Sollte man das heute noch lesen? Wer sollte das lesen? Was kann es uns heute noch sagen? Ich denke, es geht vor allem um diese Leichtigkeit und diese Ironie, mit der man auch schwere Themen angehen kann. Denn die politische Situation, die er ja da drinnen bespricht, die war damals sehr vertrackt. Und Heine selbst hat nach dem Erscheinen von Deutschland ein Wintermärchen, ist in Preußen ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden. Er war schon wieder zurück in Paris, aber man muss sich das mal vorstellen. Und ich denke, dieses Werk richtet sich an alle, die ein bisschen auch daran interessiert sind, zu erfahren, woher kommen wir denn mit unseren Modellen, die wir heute haben. Genau, das heißt, das ist ein Werk, das uns nicht nur literarisch anspricht, es ist nicht nur in einem sehr schönen, sehr witzigen Stil geschrieben, sondern es hat auch viel an Geschichte zu bieten, auch viel an philosophischen Überlegungen und man kann sich immer wieder damit auseinandersetzen. Das ist Deutschland, ein Wintermärchen. Vielleicht haben wir euch neugierig gemacht. Natürlich können wir nicht das ganze Werk hier präsentieren, aber vielleicht habt ihr jetzt ein paar Ideen, worum es geht. Vielleicht schaut ihr euch auch das Gesamtwerk an. Wir danken euch fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Hier.
come on. Ehrlich. Jetzt kannst du kaputt und zweiter. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Okay.